Hallo Leute, willkommen zu Part 21 meiner PlayStation 2 Collection und das letzte Video, was ich heute drehe, weil ich habe eine Menge Videos eben gedreht. Das erste Spiel, was ich euch vorstelle, ist Soul Calibur 3 von Namco. Ist ein sehr gutes Soul Calibur, gefällt mir sehr gut, das letzte für PS2. Bombastische Optik, dann gab es diesen Modo, diesen Kampfmodi, wo man halt, ja, wie auf einer Karte so, vom Schloss zum Schloss geht, zum nächsten Gegner, dann kommt ein Kampf, man konnte seine eigene Figur erstellen. Sehr gutes Soul Calibur, empfehle ich jedem, gibt es ganz billig, glaube ich, für 20 Euro. Ein gutes Soul Calibur und Beat'em Up. Hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Und ich habe da ganz wenig damals beim Pro-Markt bezahlt. Ich glaube, da war das für 15 Euro zu kriegen. Dann ein Spiel, wo ich mich damals sehr drauf gefreut habe, aber total enttäuscht wurde. Siphon Filter, The Omega Strain. Ich liebe die PS1-Teile, alle drei. Ja, und dann kam dann das, nach 100 Mal Verschiebung kam dann das raus. Ja, und dann war das totale Scheiße. Man merkt dem Spiel total an, dass es auf Online-Spielen ausgelegt wurde. Das war das erste Teil, was ich nicht durchgespielt habe, weil es war mir einfach zu blöd. Gefällt mir nicht. Wenn ihr spielt, Probe, also ich empfehle es auf keinen Fall. Aber dann ein Siphonfilter Dark Mirror, ist eine PSP-Umsetzung, eine sehr gute. War auch 2006 das Game für PSP. Hat ein bisschen bessere Optik bekommen, Steuerung ist eigentlich sehr gut umgesetzt und ja, kann ich euch empfehlen. Es war die PSP-Version, die ist aber auch in Deutsch. Ja, im letzten Jahr im Juni kam auch die Dark Mirror Teil 2 für die PS2 raus, zumindest in Nordamerika. Ich denke nicht, dass Sony uns die PS2-Fassung auch hier rausbringen wird, deswegen holt euch dann eher die PSP-Teile, wenn es die beide gibt. Aber ist ein gutes Spiel, das ist wieder ein geiles Staffel, das ist ein Fehlstehen. Dann ein Agentenspiel von Sammy, Spy, also von Spammy, Sammy und ich glaube von Sega vertrieben, ne, ist nur von, weiß ich jetzt nicht, Spammy eben, Sammy. Spy Fiction. Ist so ein Anime, würde ich mal sagen, Anime-Easy-Agentenspiel. Hat jetzt nicht so gute Bewertung bekommen, aber hat mir eigentlich gefallen, war nicht so schwer und ja. Kann ja nicht so viel zu sagen, also ich habe es ein bisschen gespielt und fand es eigentlich sehr gut. Dann ein Spiel von Free Radical. Die haben auch die Timesplitter-Teile gemacht. Ich glaube, das Invicta-Studio gibt es auch nicht mehr. Sind pleite gegangen. Second Sight mit ein bisschen mehr Feinschliff und ein bisschen mehr Liebe im Detail, also die haben schon sehr viel gemacht, hätte das Spiel echt Bombe werden können. So haben wir ein gutes Spiel bekommen, was eine gute Optik hat, das gibt es auch glaube ich für Xbox und Gamecube, doch gibt es. Aber das hat viele Fehler in der Steuerung manchmal, im Leveldesign, was dem Spiel ein bisschen die Würze nimmt. Aber ansonsten fand ich es sehr gut und wenn ihr das Onkel Billy sieht, könnt ihr euch das kaufen. War übrigens ein Verkaufsflop und wurde von Codemasters vertrieben. Dann wieder ein Spiel von Sammy. Oder Sami? Seven Samurais. Da gibt es ja eine Filmeserie zu. So eine alte japanische. Die finde ich eigentlich sehr gut. Aber ich dachte, das Spiel wäre halt auch so. Halt nur ein bisschen in der Zukunft ausgelegt. Ein bisschen Fantasy. Aber das Spiel ist total langweilig. Das ist nur, du läufst durch ein Level ein Stück. Dann kommt eine Armee Roboter. Die haust du kaputt. Läufst ein Stück. Armee Roboter. Und so geht das die ganze Zeit. Zum Einschlafen empfehle ich nicht. Habe ich damals ganz billig bei eBay bekommen. Das empfehle ich dann aber wieder sehr. Also Samurai Warriors von Koei. Koei gibt es ja nicht mehr, es ist ja jetzt Tecmo Koei. Also die haben sich ja zusammengetan. Ja, ist Dynasty Warrior, halt nicht mehr in alten China, sondern im alten Japan. Gefällt mir persönlich besser als Dynasty Warrior, weil mir die Charaktere besser gefallen haben. Samurais, Ninjas, finde ich einfach cool. Gibt ja auch schon mehrere Teile von Samurai 2, Samurai Extreme Legends und irgendwas, was ich. Gibt es auch, glaube ich, schon für die neuen Konsolen, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Doch, gibt es. Ja, aber hat mir gut gefallen und empfehle ich. Dann ein Spiel von den Killzone machen. Von Eidos vertrieben, aber hier nicht, doch ist hier indiziert worden. Shell Shock Num 67. Hat nichts mit dem zweiten Teil zu tun, den es auf Xbox 360 und PS3 gibt. Der ist ja mit Zombies. Das ist einfach nur ein Kriegsspiel. Ich finde eigentlich von der Atmosphäre ziemlich cool. Also vor allem das erste Level, wo man den Marine fliegt. Durch das hohe Gras gibt und dann kommen die Vietnamesen, dann Nordvietcong. Eigentlich auch Sound, eigentlich sehr gut gemacht. Manchmal spielt man auch einen Agenten, die Missionen sind halt nicht so gut, sind ein bisschen einfach. Ist auch nachher, wenn man es auch schwer spielt, auch ein bisschen schwer. Ich glaube, man muss die Konsole auf Englisch stellen, sonst ruckelt das ziemlich stark. Ich weiß auch nicht warum. Aber hat mir gut gefallen. Dann ein gutes Rollenspiel von Square Enix, was hier wieder nicht vertrieben wurde. Ich glaube, von Ubisoft vertrieben. Yep, von Ubisoft. Star Ocean Till the End of Time. Ja, das ist bei uns der Director's Cut. In Japan kam das Spiel erstmal so raus, dann kam das nochmal raus mit extra Features, steht doch hier.
Originals, warte, zusätzliche Features des Director's Cut. Also wir haben den Director's Cut, neue Charaktere, Gegner, Umgebung und mehr. Exklusiver Kampfmodus für zwei Spieler. Gutes Spiel, gute Optik, besser als Star Ocean für PS3 und Xbox 360. Das hatte noch was, das finde ich persönlich besser. Auch gute Grafik, was mich in diesem Spiel natürlich wieder nervt. Ubisoft hat es nicht eingedeutscht. Weder Stimme noch Text oder sonst was. Leider. Aber trotzdem gutes Rollenspiel. Dann Spider-Man 2, eins der besseren Spider-Man-Spiele. Teil 1 war gut, Teil 2 finde ich genial. Grafik war, fand ich auch sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht von Activision. Teil 3 habe ich noch nicht gespielt. Den gibt es ja für PS2, Xbox 360 und PS3 und Shop Wii. Weiß ich jetzt nicht, aber der Teil hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja. Kann ich empfehlen. Gibt es auch noch billig bei eBay und so. Und Amazon oder Amazon. Das waren meine 10 Spiele in Part 21. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, meine Stimme geht langsam echt den Geist auf. Ich sage auf Wiedersehen, kommentiert und bewertet bitte. Macht's gut.